So, da sind wir wieder bei The Whispered World. Ja, so viel schlauer. Bin auch meine Pause nicht geworden, die ich jetzt hier zwischen den zwei Parts hatte. Ja, mit dieser Statue, ich weiß es nicht. Komm da nicht weiter. Ich habe jetzt schon alle neuen hier ausprobiert. Irgendwas müssen wir da einstellen. Das hier scheint eine Art mit Mitleid. Ja. Ja. Und was hat das hier mit zu tun? Ich weiß aber nicht, was. So. Gut. Müssen wir einfach mal irgendwas anderes probieren. Ich habe absolut keinen Raff. Gehen wir nochmal hier hin. Ach, guck mal, wer der hier ist. Macht der denn wieder hier? Hallo nochmal. Ach, du. Ich hab. Hier. Es tut mir leid, sollte ich dir Probleme bereitet haben. Mach das nie wieder. Okay? Ich kann nichts versprechen, was ich ohnehin nicht halten kann. Sehr löblich. Nicht wahr? Bis später. Super. Aber denk immer, wie ich. Ist hier irgendwas verändert? Nee. Was ich mir jetzt gerade, was mir hier brennend heißt, wir haben doch die Maus mit der Socke bekommen. Was ist denn? Also entweder könnt den Krokodil zu tut mir jetzt dann zwar leid für die Ratte oder Maus, entweder das als Köder oder die Hose. Hä? Weil nicht ohne Grund ist er jetzt wieder hier, dass ich oben rein kann. Probieren geht über Studieren, Leute. Ich bin sonst ratlos. Mann, es lief so gut die letzten paar Parts, ey. Voll im Flow. Rat-so-Flow. So, komm her, Leiter. Rein da. So, pass auf. Arme Maus. Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodil zu zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Probier mal die Hose. Ach, die Leiter. Ich denke gerade, hier fehlt doch was. Hier fehlt doch was im Inventar. Die Leiter steht drauf. Oh, ja, Feuerstein könnten wir auch mal probieren. Attackstock. Stock? Na, hier Stock. Vielleicht steht der auf Stöcke. Auf keinen Fall. Ich kann mir schön, wenn. Wäre auch zu schön gewesen. Oh. Wow, ich lebe noch. Yeah! Juhu. Sauber. Ich glaube es mal gerade. Ich glaube, rot mein Rücken. Okay, dann gehen wir mal hoch. Müsste jetzt funktionieren, hä? Jawohl, sauber. Komm, Spot. Auf. Oh. Was tun wir denn hier, ey? Liegt da ein Nagel. Oh, da glänzt. Ups, Vorsicht. Da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Ja und? Hol noch mit? Mit? Den sollte man mal bei Gelegenheit zurück ins Holz schlagen. Aber ich mach das jetzt lieber nicht. Ich würde nur Ruben aufwecken. Ja, und was kann man dann damit machen? Ups, vor, da guckt. Nix? Ups, vor. Da. Was macht denn hier eigentlich für Geräusche? Ach, das Bett! Das quietschende Bett, oder was? Ja. Wieso quietscht es nur so seltsam? Glänzt, da ist aber nur die Perle. Gläser. Das sind ja noch mehr Perlen. Ungeheuerlich. Das sind ja noch. Wow,
Ruben hat ganze Arbeit geleistet. Das sind wahrhaftig 10.000 Perlen. Und hier liegen sie jetzt und verstauben. Was für eine Verschwendung. Truhe. Eine schöner als die Atemberaub. Ich nehme mir nur eine einzige. Bei dem Haufen wird das ja wohl kaum auffallen. Wow, meine eigene Perle. Und sie gehört nur mir. Das ist das Wertvollste, was ich jemals besessen habe. Wow, meine eigene... Ja, und jetzt? Kann ich mit der Perle machen? Mehr Spot. Was weiß ich? Kannst du mal nachsehen, was das für ein seltsames Quietschen ist? Ach, Spot, was soll ich bloß mit dir anfangen? Fiep! Kannst du mal... Ach, Spot, was soll ich bloß mit dir anfangen? Fiep. Kannst du mal... Was soll ich bloß... Ja, gut. Gläser, Bett, Nagel. Ja, was ist denn mit dem scheiß Nagel da? Der muss doch irgendeinen Sinn haben. Da. Den sollte man mal bei Gelegenheit... Aber ich würde... Ah, komm. Was passiert jetzt? Kann man reden? Er schläft den Schlaf der Ungerechten. Soll ich ihn aufwecken? Könnte ja jetzt sein. Warte, ich möchte mal aufwecken, dann mit dem reden. Oh oh. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Da fehlt eine Perle. Was? Irgendjemand hat sich an meinen Perlen zu schaffen gemacht. Bando! Wie kann er da denn... Bando! Werf sofort die Fabrik. Jawohl! Hörst du schlecht? Bando! Sauber! Ja, wir müssen irgendwie weiterkommen. Komm, hol die Leiter wieder mit. Sauber! Warte mal, kann ich jetzt nochmal reingehen? Sagt er jetzt, wie der schläft? Hm? Was? Wo? Wer wagt es? Hallo nochmal. Du schon, was willst, siehst du? Wieso? Was los ist? Mir wurde eine Perle entwendet. Das war bestimmt dieser Unruhestifter Molachai. Wenn ich den erwische, dann wird der zu Hundefutter verarbeitet. Hörst du, Kerik? Dann gibt es Frischfleisch. Hm. Okay. Bis später. Genau. Lass mich... Dann gehen wir mal zu Bando. Wenn er da nicht ist, gehen wir runter. Schenken wir das da unten. Hier, da, das ist die Fabrik. Aber gehen wir erstmal hier vorne gucken. Ah, gut, dass du kommst. Aha. Ich habe ein großes Problem. Was denn? Ruben will, dass ich die Fabrik wieder anschmeiße. Das klingt doch gut. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Aber jetzt kann ich meine Schaufel nirgendwo mehr finden. Was mache ich nur? Kannst du mir suchen helfen? Brauchst du nicht. Hab ich doch. Ja. Ich hab dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Endlich kann ich wieder Kohlen schaufeln. Nimm dich in Acht, Welt! Bando ist zurück! Und er hat eine neue Schaufel, mit der er seine Widersacher in Grund und Boden schaufeln wird. Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich.
Die Fabrik, das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yakis auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Die Fabrik läuft wieder. Aber von Kalida keine Spur. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen. Ha. Muss ich jetzt vielleicht noch zusätzlich ins Horn? Ach, guck, da. Guck. Schalter. Nö. Seltsam, ich sehe keine Klinke. Na, mal sehen. Ach, jetzt, guck mal das. Zumindest bewegt sich schon mal was. Aber irgendetwas scheint mit den Zahnrädern dort noch nicht zu stimmen. Tja. Gehen wir mal in die Fabrik gucken. Oder sagen wir mal, vielleicht wenn der Lärm nicht ausreicht, dass wir noch ins Horn blasen müssen? Na. Man ist eh auf derselben Ebene. Nee, ist gar nicht. Na komm, dann gehen wir erstmal in die Fabrik. Oder ach nee, ist doch, siehst du, ist doch aus derselben Ebene. Können wir gerade mal zuerst das Hornblasen gehen. Haben wir ja Spot. Nicht noch einmal. Ich habe Bando schon genug Ärger eingehandelt. Okay. Das geht nicht. Dann gehen wir doch mal in die Fabrik. Zumindest hat sich schon was getan. Wow. Presse. Anzeigen, was haben wir hier? Presse, was ist das? Luke. Oh, kaputtes Zahnrad. Ja. So. Aha. Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel. Schraubstock oben, irgendwas. Da fehlt kein Kompliziert. Ist er weg? Was sagt denn das Rad? Soweit ich sehen kann, gibt es hier kein Andere? Soweit ich sehen kann, gibt es hier keinen Geheimmechanismus. Die Werte auf den Anzeigen sind sehr beunruhigend. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehe, aber nur weil ich nicht weiß, was die Werte bedeuten, macht sie das nicht weniger beunruhigend. Oh. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ey, was kann ich denn hier in die Presse tun, weil den 5 Teile zerspringt? Ich behalte die Perle lieber. Sie war der erste Coup in meiner Karriere als Langfinger. So viel Aufwand für so eine blöde Kugel. Nee, oder? Jetzt sag nicht, ich muss den Spot da reintun. Ich meine, hier sind ja noch 2 Felder offen. Wir wollen jetzt noch mit der Maus. Mäuseperlen? Igitt. Das ist kein Mauseloch. Wenn doch, will ich der Maus lieber nicht begegnen. Ey. Leute, ob das wirklich klappt, sehen wir im nächsten Part. Bin ich gemein, hä? Bis dahin, ciao. Danke fürs Zusehen.